Hallo Leute, willkommen in einem neuen Let's Play von Pokémon Strahlend Diamant. Ich muss mir oft den Namen überlegen, weil es schon haufenweise Remakes gibt. Ich bin zur Octagon, alles Octa. Und Shira ist auch hier, jetzt nicht als Gast, aber sie arbeitet halt. Das heißt, ihr werdet ein paar Geräusche vom PC und so weiter hören. Okay. Nadelraketen. Los, Launch. Boom. Wartet mal, wir müssen ja Giraffarik fangen, oder? Okay, Fischlins, wir müssen es nochmal machen. Staravia. Wir haben Staravia. Das heißt, Lunch kann mit den Lunchen. Ja, super witzig, nicht wahr? Okay, darf ich endlich mal auch was machen, Bob? Karatehieb, Durchschlag, sorry. Why the fuck entschuldige ich mich eigentlich ständig, Fischlins? Das muss ich, daran muss ich wirklich noch arbeiten. Next Strike, das ist cool. Es ist eine sehr starke aus der 8. Generation, ein... aber was soll ich löschen? Ja, was soll ich machen? Nadelrakete. Wenn ich viele Länder bekomme, dann... Dann gebe ich das natürlich als Käferattacke, weil das ist die stärkste Käferattacke, die ich kenne und sie ist absurd stark. So. Wartet mal, Fischlins. Ja, das war richtig. So, Zetena ist als nächstes dran, Fischlins. Ich speichere erstmal. Ich bin irgendwie daran gewohnt von den alten Pokémon-Spielen bei Game Boy. Natürlich könnte die in meinem Alter sind, werden sich natürlich daran erinnern, manchmal gab es Spielfehler. Und um ganz sicher zu gehen, hat man halt bei jedem Level Up gespeichert. Wenn man das nicht gemacht hat, ja, musste man oft bereuen, dass man es nicht getan hat. So. Das ist sehr effektiv, Fischlins. Die Sache ist, Girafarik ist über Gengar überlegen. Schon aufgrund der Fähigkeiten, die es besitzt. Weil es besitzt, soweit ich weiß, nur Psycho und Unlichtattacken. Oh, es hat auch eine Normalattacke, okay. Und nochmal Pokéball. Boom. Sehr effektiv. Und das kann sogar verwirren. Aber wir haben Glück, Fischlins. Mann, es hat doch funktioniert. Girafarik's Blut ist immer noch im grünen Bereich. Das wird nicht leicht, sie zu fangen. Shira, kann ich kurz mein Handy haben? Ich stelle es auf lautlos. Nicht, dass da jetzt eine Message kommt und das wird dann brutal laut. Okay. So, Fischlins, jetzt geht's weiter mit Pokéball. Nur Pokéball. Oh mein Gott, das wird jetzt Zetena ausnocken, oder? Das kann auch einen verwirren. Okay. Oh nein, Girafarik hat es nicht geschafft, Fischlins.
Die Sache ist, Setena musste da, für dieses Arschloch leiden. So. Don't touch my Setena, man. Okay, probieren wir es nochmal, wenn es kommt. Kleinstein, haben wir einen Kleinsteinfischlins? Ich kann mich nicht daran erinnern, einen Kleinstein gefangen zu haben, aber ich habe auch echt lange nicht gespielt, weil da sehr, sehr viele Projekte dazwischen waren und da verliert man oft den Überblick. Ableitip, ich hätte mich nicht teilen brauchen. Okay. Girafarik hat in der neuen im 9. Generation jetzt eine Entwicklung bekommen, Fischlins. Findet ihr, dass das unbedingt nötig war oder denkt ihr, na, Girafarik hat jetzt nicht wirklich eine Entwicklung gebraucht? Ich bin jemand, der denkt, dass Girafarik vielleicht eine Vorentwicklung gebraucht hätte. Weil es sieht schon stark aus, wie es ausschaut. Es sieht nicht gerade mega schwach aus, das Pokémon. Wisst ihr, was ich meine? So. Jetzt sollte es einfacher werden, Fischlins. Wie ihr wisst, benutze ich nur Pokéball. Weil ich ein Symmetrieverrückter bin. Und weil das erste Pokémon, das man bekommt, in einem Pokéball ist, möchte ich natürlich alle Pokémon in einem Pokéball haben. So, lesen wir. Unseres ist männlich, oder? Okay. Sein Schweif besitzt ebenfalls ein kleines Gehirn. Er feiert Gegner, die sich diesen Pokémon vom hinten nähern. Hinten. Indem er zubeißt. Oh, das ist urschrecklich. Stellt euch vor, ihr wollt es von hinten streichen und plötzlich beißt der Schwanz zu. Das klang auf mehreren Weisen vulgär, aber... Ich hab's so nicht gemeint, Fischlins. Oh, Bidifas. Den haben wir auch nicht. Ich mache gerade mein drittes Pokémon Arceus, Legenden Arceus Run. Dort habe ich's gehabt, aber hab's dann aus dem Team ausgeschlossen. Weil ich zwei Wasser-Pokémon hatte und das passt mir eigentlich nicht. Ansonsten mag ich Bidifas auch gern. Der Grund, warum ich Bidifas mag, ist by the way wegen der Serie damals in Super RTL. Es gibt bestimmt welche unter euch geben, die wissen, von welcher Serie ich rede. Da gab es diese Biberbrüder, wisst ihr noch? Diese ganze Serie ist überhaupt der Grund, warum ich generell Biber mag. Da war der eine urcoole Bruder und der eine, der nicht so cool war. Man könnte sagen, das war Toontown-Half-Man für Kleinkinder. Nur ohne den Half-Man, sondern nur die Two-Mans. Boom. Boom. Nochmal, komm. Yeah! Da-da-da-da-da-da-da! Okay, let me see. Dieser fleißige Arbeiter staut Flüsse mit Hilfe von Dämmern aus Baumstämmen und Schlamm, um sich ein Nest zu bauen. Ernesto! So, schauen wir uns weiter um. Girafarik. Toxin sollte nicht ganz oben sein, Fischlins. Manchmal schaue ich auf den Bildschirm, ob mit dem Mikrofon alles in Ordnung ist. Und da verpasse ich oft. Dann drücke ich immer auf die erste Attacke, Fischlins. Und meistens ist es dann Toxin. Tastflug ist cool. Tastflug. Bürde ist wirkungslos, könnt ihr euch das vorstellen, weil es Psyche und Normal ist. Boom. Und ich bin wieder geheilt. Also ich müsste wieder geheilt sein.
Ja. Ciao. Wer hat jetzt ein Level up bekommen? Ah, Zetana, okay. So, lasst mich mal kurz rein, Fischlins. Bericht. So. Wartet, Fischlins, ich muss zum ersten Mal fliehen, weil das falsche Pokémon vorne ist. Aber soweit ich sehe, wird da nichts Neues kommen. Vielleicht ein Traumato oder so, aber dafür haben wir die Zeit nicht. Oder wisst ihr was, in diesem Part suche ich bis zum Ende, wenn wir schon dabei sind. Warte, der braucht 600, okay. Konstantin ist zufälligerweise nach Zetana dran. That's cool. Bam, bam, bam. Oh mein Gott, ich habe The Rock zu Georock gesagt. Aber könnte man auch so nehmen. Ich meine, vielleicht wurde das Pokémon sogar von The Rock inspiriert, wer weiß. Ich meine, es gibt dieses Pokémon schon länger als The Rock, oder? Ich muss mal überlegen. Entweder länger oder gleich lang, Fischlins. Früher in der ersten Generation sah Steinwurf richtig gefährlich aus, Fischlins. Und mit der Zeit wurde es immer absurder gestaltet. Mittlerweile sieht es aus wie so ein geworfene Stein aus den Comics, dass irgendein Typ auf gegen den anderen gegenüber wirft. So, stößt man an steilen Felsenwändern auf viele horizontale Löcher, handelt es sich dabei um Georocks Höhlen. Okidoki, Psychokinese. Wenn wir Glück haben, hat es keine Robustheit und wir können noch einen Gegner treffen. Ja, es hat keine Robustheit. Okidoki. So, nicht effektiv, weil es ja auch Psycho-Pokémon ist, aber ich renne bestimmt nicht weg. Seht ihr? Das war's. Alter, das ist Konstantin. Simsala ist nicht so leicht zu besiegen. Okay. Oh. Konstantin ist sogar stärker als alle anderen. Das kann ich sogar irgendwo verstehen. Ich meine, auch im DC-Universum gehört er zu den stärksten Helden überhaupt. So. Jetzt sind wieder Antonia dran, Fischlins. Oder Goku. Ich meine Gohan. Goku müsste es dann bei Shira sein. Ich bin absolut sicher, ich kenne Shira wirklich gut, Fischlins, und sie hat das bestimmt so gemacht. Ja, das war's dann, Fischlins.
Vergiss nicht zu abonnieren, um nichts zu verpassen, und teilt gerne die Videos in euren Social Media, damit auch eure Freunde mit Antonio zusammen reisen können. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Haut rein, Fischlins. Bah!